Hallihallo und ein herzliches Willkommen bei den Farmworkers hier im LS19. Ich freue mich auf Ellerbach. Ja, wir haben das letzte Mal vom Hans-Peter die Wiese gemäht und da geht es jetzt auch noch ein bisschen weiter. Wir setzen jetzt noch um auf die 72. Dann fahre ich mal rüber zum Rainermund und hol mir mal sein Schwader. Schwader. So, machen wir hier rum. Was ist denn jetzt? So, genau. Gut, und dann starten wir mal rein in die ganze Sache. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, lasst einfach mal ein Däumchen da. Wolltest du mir noch was schicken? Ja, wollte ich dir noch schicken, siehst du? Muss ich dann vielleicht gleich mal noch machen. Ja, und dann geht's Abi hier. So, ich hoffe ja mal, dass der Herr Haudiblau mich mal anspricht. Was nun jetzt mal wird mit dem. Ach, da habe ich kein Recht dazu. Eins. Oh, das ist so geil, ey. Ich habe das umgestellt. Hier über dieses neue Display. Dass ich Mahlzeit. Mahlzeit. Dass ich beide Easy Cuts mit einem Knopfdruck ausheben kann, oder wenn ich fertig bin, kann ich mit einem Knopfdruck alle beide Easy Cuts zusammenklappen auf einmal, aber mit einem Knopfdruck. Okay. Das ist richtig angenehm. Das glaube ich. Hans-Peter, die ja. 72 kann ich nicht machen, weil da habe ich ja nicht das Recht dazu. Dann mach die 74. Kauf dir Rechte. Dann nimm die 74. Ihr seht gleich meine Rechte. Herr Haudiblau, was ist denn jetzt eigentlich mit der Seemaschine? Es ist eine Stunde vergangen, Junge. Naja. Ja. Naja, was ist denn jetzt? Ich ruf den gleich an, dass der gar nicht liefern soll. Oh. Dass er erst nächste Woche liefern wird. Aber Grünbaum, kannst du uns die 74 da abnehmen, dann nimmst du das Gras. Jo, mach ich. Weißt du, es waren 3 Tage Winter. Was? Da hätte es auch kommen können. Hä? Ich hab das gesagt letztens im Winter, im Funk habe ich das gesagt. Wenn ihr was braucht, dann kommt jetzt, weil Anfang, Mitte Frühling, musst du halt warten. Ist halt einfach so. Aber nein. Der Dummbaum hockt lieber mit seinem Arsch irgendwo auf seinem Höfchen und kackt sich in die Hose. Glaube ich eher nicht. Aber okay. Das glaube ich schon. Ich habe ja momentan noch genug Futtermittel. Er will ja eine Seemaschine. Ja. Ja, mitten in der Saison. Dann ist sie doch teurer. Eigentlich. Das geht mal auf den Sack. Das geht mal einfach auf den Sack. So, okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir hier mal rein.
in die Geschichte. Aber sag mal, das ist doch schon eigentlich fast Heu. Irgendwie kommt mir das vor wie Heu. Das ist ja ein Riesenfeld, ey. Das ist ja extrem. So, na gut. Dann hauen wir das hier noch ab. Ist doch so ein Scheiß, brauche ich mir gar nicht. Na, also, wenn ein Landhandel bzw. ein Maschinenhandel nicht liefern kann, dann ist es für mich kein Problem. Die schlafen den ganzen Tag bloß unten und ich soll hier mir dieses Gelaber anhören. Jo, so ist das. Wie geht's euch eigentlich da draußen? Schreibt doch mal in die Kommentare ein bisschen was rein, würde mich freuen, von euch ein bisschen was zu lesen. Das ist mir manchmal noch ein bisschen zu leer, die Kommentare. Schade, dass Herr Corleone da ist. Mit dem mache ich lieber Geschäft. Ja, Grünbaum? Ja, du bist schon wieder so extremst leiser. Ja, das liegt an dem scheiß Mikrofon. Ich, hab da meinen Knopf im Ohr, dieses, ne, was man da im Ohr hat, wenn man telefoniert. Mhm. Weißt du, und meine Dashcam musste ich heute ausstellen. Ach so. Ja, weil das halt das Problem ist. Ach so. Aber ich hier auch nicht sitzen will und mir die Seele aus dem Hals brüllen will. Ja. Dass die, ja, ne? Genau. Die Liebe da aus dem Bett kommt und mir dann welche an der Fresse haut. Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist krass. Pass auf, ich habe ja jetzt hier die Seemaschine dran. Ja. Was willst du auf deine Felder haben? Pass auf. Ich möchte auf der 1 Raps. Auf der 1 Raps. Auf der 2 Gras. Ja, hast du Saatgut? Wie bitte? Hast du Saatgut und Dünger? Ja, krieg ich ja nicht. Ich bestell ja, aber hast ja gehört. Da kann mich mal kreuzweise. Ja. Ich hab ja Saatgut gleich mitbestellt. Wann denn? Hä? Wann hast du denn bestellt? Schon letztes Mal. Also letzte Woche. Schon, das ist schon ewig her. Ja. So, dann auf der 3 Ackergras. Ackergras. Ja. Auf der 4 Hafer. Auf der 4 Hafer. Ja, Hafer sehe ich jetzt auch gerade. Auf der 5 Weizen. Weizen. Mhm. Mhm. Auf der 7 Gerste. So, und dann kommen noch Felder dazu, aber die habe ich ja auch noch nicht gekriegt. Da dauert es ja auch Ewigkeiten. Nervt mich heute. Du hast Felder gekriegt? Warum ja, 27, 29 und die 92 pachte ich. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier aufmachen, den Kegel. 27, 29 und 92 pachte ich. 27, 28 und? Ne, 27, 29 und 92. Die 92, wo sind die 92? Unten beim LU. Unten beim LU. Ja. Und, so, die habe ich aber noch nicht, also da kann ich noch nichts drauf machen. Naja, du machst ja die Whisky-Produktion, habe ich gehört. Da warst du, deine Anträge hast du abgegeben, habe ich gelesen. Jo,
Und genau deswegen soll dort unten auch Weizen gemacht werden. Achso, und das ist auch das Feld, wo das gebaut wird, oder wie? Nee, nee. Da muss ich mit dem LU noch reden, dass wir die Felder austauschen. Ja. Beziehungsweise mit dem Goldberg. Aber ja, gut, ich habe einen Bauantrag gestellt. Ja. Und normalerweise müssten die das ja auch noch mitbesprechen, weißt du? Ja, dann habe ich jetzt noch zwei Dinge. Wir hatten ja gesagt, dass wir die Felder gemeinsam bewirtschaften. Mhm. Aber irgendwie, finde ich dich da nicht. So. Ja, was heißt, findest du mich nicht? Ich habe ja Ereignissachen jetzt. So. Und, ja, und was habe ich jetzt? Ich habe dich angerufen und gesagt, was musst du auf deine Felder haben? Genau. Ja. Und ich habe dich ja vorhin angerufen, beziehungsweise frag dich ja auch, was ich machen soll. Ja. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Felder, die müssen wir jetzt auf jeden Fall zusammen bewirtschaften. Ja, na, die müssen gemacht werden, genau. Und genau deswegen habe ich mir jetzt auch noch eine Sämaschine geholt einfach, weil dann können wir nämlich doppelt arbeiten. Ja, ich habe noch eine stehen bei mir, die kleine 3 Meter. Da könntest du ja kleine Felder mitmachen. Könntest du ja schon mal anfangen. Die 3 zum Beispiel könntest du machen und die 7 könntest du auch machen. Ja. Mit der kleinen. Die können wir ja aber dann verkaufen. Du zumindest. Ja, ich habe immer gedacht, dass ich die vielleicht noch als Petto. Die haben wir ja dann mit mir. Ich tue meine große hier wieder weg, weil ich das Easycut haben will, zum Mähen. Achso, also? Wenigstens der Haudi Blau schon? Dass du die wieder. Dass du die eigentlich einfach bloß. Nee, ja. Weißt schon. Das wäre so nicht so richtig, ne? Abwarten. Okay, na gut, sagt mir alles. Ist mir klar. Ist mir schon klar. Ja. Nee, also, kriegen wir alles hin. Ich habe aber noch eine andere Frage. Hm. Und zwar bezüglich Felder, aber dann müssen wir auch zusammen Hand in Hand arbeiten. Sag mal. 104, 107, 103, 102, 109. Was? 100. Warte mal, was? Was? Wo bist denn du jetzt? Über Goldbergshof? Ja. Die 102? Ja, 102, 103. 107, 104. 107, und 109. 104. Ja, 109. Das sind halt 5 Felder da in der Ecke. Mhm. Die ich. Und die. Vielleicht die 108, die Wiese würde ich. Ach, die können wir eigentlich auch sein lassen. Eine Wiese haben wir genug. Ja, ja. Ich habe ja, hab ja jetzt drüben die große, ne? Die 2. Ja, wenn wir die Felder noch pachten könnten. Mhm. Und gegebenenfalls 137, 141, 136. Ja. Dann hatten. Ja, die 144 können wir dann auch noch mit pachten. Das wären dann auch nochmal 4 Felder. Das wären 9 Felder, die wir nochmal zusätzlich pachten. Die Frage ist, ob das nicht zu viel wird. Wir sind nur zu zweit. So, und wenn dann wieder solche Scheiße kommt, wie jetzt gerade, mit nicht lieferbar, bla bla bla, weil ich sag dir mal ganz ehrlich, wenn ein Landhandel oder ein Maschinenhandel nicht liefern kann, dann ist es für mich ein Scheißhandel, also ganz ehrlich, dann hole ich mir das Zeug woanders her, ganz einfach. Wo denn? Ja, dann lass ich's einschiffen oder was weiß ich wo. Ja, ne, was meinst du? Also das ist jetzt deine Frage. Also dann hätten wir da oben diese Ecke, die würden wir dann zumachen quasi. Mhm. Mit die Ackerländer, die noch da sind. Ja. Weil viel Land ist nicht mehr, ne? Und es wird immer weniger Land, wenn ich jetzt so hier hochgucke. Ja, klar. Mich wundert, dass die Stadt da keinen Stopp reinmacht. Ja, deswegen sage ich ja, dann würde ich jetzt nämlich noch pachten, und zwar diese 9 Felder. Ja, lass uns da aufteilen. Also du pachtest welche und ich pachte davon welche. Dann fällt es nicht ganz so auf. Oder wir machen es ganz anders. Ich pachte die, weil ich habe ja noch nicht so viel. Ich krieg das definitiv besser durch. Ja. Und wir bewirtschaften sie halt wirklich zusammen. Ja, das müssen wir so oder so. Alle Felder. Also ich habe jetzt das LU den Speckgürtel übertragen. Ja. Das LU macht schon den Speckgürtel. Da brauchen wir uns also nicht mehr drum kümmern. Ja. Also die 13, die 41, die 38 und die 39 ist ja schon angesehen, ne? Ja. Da ist schon Raps drauf. Ja gut, wenn das dann alles läuft und wir auch dann unsere Produktionen irgendwann mal in Tausenden von Jahren gebaut haben, dann können die alles bewirtschaften. Oder das meiste. Das ist der Plan.
Ja, mit Fleisch mache ich viel Geld. Und das ist halt der Plan, dass ich dann halt noch mehr Felder abgebe und bewirtschaften. Ganz jährlich. Ja, nicht noch. Nur ja, die das ist ja dumm, wenn du es nicht machst. Richtig. Andere Seite ist, deswegen sage ich ja, also diese neuen Felder da, die würde ich schon ganz gerne pachten. Du könntest allerdings ja auch noch, pass auf, die 53, 79, 80, 51, die könnten wir noch nehmen. Das sind vier Felder, die sind auch nebeneinander. Da ist dann die 82 und die 52 noch als Wiese. Ja. Könnte man auch nehmen. Und dann wären wir ja schon da oben an die neuen Felder dran, weißt du? Dann hätten wir da, dann gehen wir so schräg nach oben. Oder aber, du nimmst dir das Feld 115 und 116 direkt unter Goldbergs Baum. Ach, unter Goldbergs Hof. Goldbergs Baum ist drauf. Ja, hoch da, weißt du, ne? Und dann ja. Die 118, 19, 97, 98, 92 hast du ja schon, sagst du? Oder kriegst du? Ja. So, dann hättest du da unten diese ganze Ecke. Ja gut, das habe ich auch überlegt. Ob ich, weil ob wir ich müssen uns, wir müssen uns flächendeckend müssen wir uns jetzt hier ein bisschen Land ergattern. Solange wie es noch geht. Ja. Ja, weil die Zeiten werden eng hier in Ellerbach. Guck es hier auf die Karte hier an. Auf deiner PDA-Karte. Ja, ich weiß schon. Ja. So, und wenn das LU vielleicht nochmal, was weiß ich, ein Stapel Felder nimmt und der Peter vielleicht nochmal ein paar Felder nimmt, dann ist hier Totentanz. Ja. Dann haben wir nur noch nach unten hin die dann Ecke. Können wir nur aus Ellerbach ab wegziehen. Bist du denn besoffen? Warum? Können wir, dann haben wir so viel Geld und so viel zu tun, dass das immer nachkommt. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen bin ich ja gerade dran an diesem Whisky-Ding, wo ich, also ich will das ja sogar eigentlich ganz anders haben mit dem Whisky-Ding. Ich habe Kontakt aufgenommen zu einer schottischen Brennerei, ne? Ja. Und die sind nicht abgeneigt, die, also diese Fabrik, sage ich jetzt mal, hier in Ellerbach hinzubauen, auf den ihren Kosten, ne? Deren Kosten. Ja. Und mich als Geschäftsführer einzutragen. Mit der Option, dass ich das Ding mal zurückkaufen kann. Also irgendwann mal abkaufen kann. Ach so, oder dann, mit der zweiten Option, dass von jedem Whisky-Fass jetzt, ne, was weggeht, ja. 25% zu denen geht. Also zur Bank dann. Also das, was viele ja mit Kuhstallbau und so machen, ne? Wo dann die Bank sagt, ja, okay, ja, von jedem Liter Milch gibt es so und so viel. Ne? Ja gut, aber das hast du dann ja auch in ein paar Jahren ab. Ne? Das ist ja dann... Das hast du schnell weg. So. Ja, das denke ich auch. So, so weil die Whisky-Sachen, das ist ja ein ordentlicher Whisky und der kostet auch wirklich ganz gut Kohle. Und da kriege ich halt ein bisschen was dafür. Ne? Ja, so. Du weißt auch schon, wie man Geld macht, ne? Was? Du weißt auch, wie man Geld macht. Ja, ich weiß, pass mal auf, ich weiß, wie man Geld macht, aber vorher keins ausgibt. Das ist es. Das ist mein Geheimnis. Verstehst du? Ja, ja. Ja gut, ein bisschen musst du. Ja, aber nicht viel am Anfang. So, das ist richtig. Wenn die dann läuft, wenn ich die Partnerschaft eingehe mit denen, dann stellen die mir hier hin. Ja? So, die bauen die. Das heißt, und ich habe aber, wie gesagt, Hausrecht. Und ich bin Geschäftsführer, eingetragener Geschäftsführer. Ja. So, das heißt, ich habe fast alle Rechte. Ja. Okay. So, und kann schalten und walten und tun. Natürlich gibt es einen kleinen Haken, wenn das Ding pleite geht. Weil sonst lassen die sich nicht drauf ein. Wenn das Ding pleite geht, habe ich die Schulden auf dem Bank. Aber warum sollte das pleite gehen? Genau das war mein Gedanke. Genau das war mein Gedanke. So, und wenn keiner was kauft, dann produziert die einfach nicht. Und fertig. Richtig. Weißt du, dann habe ich dort keine Ausgaben. So ein bisschen Unterhalt, ja, und sowas, aber ich mein, und das kommt mit Kühe wieder rein.
wie so eine Kühe. Hä? Wie so eine Kühe. Was kostet denn so eine Kuh? Ja gut, das müssen wir ja dann ausmachen, wenn ich dir die Kühe... Oder wenn ich dir... Ja, warte mal. Ja, die Preise stehen fest. Schwanken die nicht? Die sind doch ein bisschen tagesabhängig, oder? Ja. Kann ich dir so noch nicht sagen, aber ich denke... Ja, guck selbst. Ich hab noch so ein paar kleine Sachen, die ich hier machen will in Erlerbach. Da kommt schon ein bisschen was rum. Also, das wird nicht so das Riesenproblem. Weißt du? Ja. So, und von daher ist das eigentlich ganz geil. Oh, warte mal, ich muss mal kurz den Howdy Blau anrufen. Ja, mach das. Ich muss mal mit den Goldberg telefonieren. Jo. Ja, aber mach das aber so, dass du es aufteilst. Auf mich und auf dich. Ja, du musst ja selber da anrufen, ne? Also machen wir das so, dass... pass auf, wir machen das so, dass wir... ich frage jetzt einfach mal an wegen der 104, 107, 103, 102, 109. 104, 103, 102 und 109. Also 100, ich 107, dachte ich. Ja, pass auf, ich sag's jetzt nochmal. 104, 107. Genau. Genau. 103, 102, ja. 109. Da genau. Frage ich jetzt einfach mal an. Mhm. Okay? Mhm. Alles klar. Gut. Bis dann. Jo, mach's gut. Bin ja und tschüss. Hallo? Jo, Herr Howdy Blau, ich sollte anrufen. Jo. Krieg von dir 1600 Euro und deine Zähmaschine steht da. Warte mal. 1600. Ja, für Saatgut und Dünger. Du wolltest sie doch voll haben. Ja, ja, nicht lang. So. Ah, Mann, hör auf, jetzt wird einem na klar, hä? Warum? Ja, nix ist klar. Triggert dich das oder was? Kloßbrühe ist klar. Ja, okay, alles gut. Ich komm gleich mal runtergefahren, ne? Ja. Ist das angekommen überhaupt? Was? Das Geld? Ja, ja. Alles klar. Wolltest du eine mündliche Bestätigung, dass es da ist, oder was? Ja, manchmal, so. Weiß man ja nie. So, du bist so ein Bestätigungsfreak, oder was? Übelst. Achso. Alles klar. Aber wenn du so ein Bestätigungsfreak bist, aber weil ich gerade drauf komme, ne? Hm. Erstens habt ihr den, wegen deinem Hof, du hast doch Bauanträge für deinen Hof gestellt. Ja. Gesehen, das ist ja eigentlich noch im Gemeindebesitz. Da muss ich noch mit dem Herrn Goldberg drüber quatschen, ja. Weil auf einem Pachtvertrag kann ich nichts genehmigen. Ja, das ist klar. Und jetzt kommen wir zu der Bestätigungssache. Du weißt schon, dass du mit deiner Unterschrift bestätigst, ne? Dass du. Ne? Was? Du bestätigst ja mit deiner Unterschrift, dass du das beauftragst. Ja, genau. Du willst eine Bestätigung für das Geldeinkommen, ne? Ja. Warum schreibst du dann bei 5 Xen, wo sogar ein Strich drunter ist mit Unterschrift, nur auf der letzten Seite? Du weißt, wenn es 5-mal da steht, musst du es 5-mal unterschreiben. Hab ich das nicht? Nee, nur auf der letzten Seite. Das ist aber unschön. Ich wollte das nur mal so sagen. Also. Ja. Kriegen wir das noch irgendwie gewuppt oder ja, muss ich noch mal vorbeikommen? Entweder kommst du mal, wenn ich da bin, oder wenn ich vorbeifahre, schmeißt du den Briefkasten, dann schmeißt man. Ja, machen wir mit Briefkasten. Muss der eh erstmal das mit den Ländereien klären. Vorher kann ich eh nichts. Ja, ja, ist klar. Das ist ne? Klar. Genau. Alles klar. So machen wir's. Ciao, ciao. Jo, ciao. Jetzt. So, gut. Die Seemaschine ist da. Ja, bitte. Mach mal dein Handy ein bisschen lauter. Hallo. Yo. Ja, ich bin Rainer Mund. Ja. Ja. Alter, wie. Boah, ich höre dich so schlecht, das ist krass. Ich sag dir das, wenn ich jetzt den nächsten Stress krieg, ne? Ja.
Dann haben wir ein Problem. Oh, bin ich heiser. Was willst denn du jetzt gerade von mir? Und zwar habe ich doch bei die Felder angerufen. Mhm. Wie klar, nach der Prüfung meldet er sich. Ja, okay, sehr gut. Ich kriege jetzt meine Seemaschine, das heißt, ich kann jetzt auch mit loslegen, richtig? Ja, sehr gut. Achso, dann und Saatgut? Ist schon drin und auch Düngung. Ja, aber du brauchst ja noch mehr. Was? Ja, du brauchst ja noch mehr. Ich habe ja jetzt meine ganzen Felder schon mit meinen Dings angesehen. Ja, und? Ja, was haben wir gesagt? Was habe ich dir letztens gesagt, Rainer? Ich habe gesagt, vorüber. Ja, ich kann nicht in deinem Namen. Nein, das kann ich nicht machen in deinem Namen. Warum denn nicht? Warum? Nein, du hättest es doch auf dich bestellen können. Ich hätte dir das Geld gegeben. Da hast du sogar noch gesagt, ja, ich muss sowieso rüber. Ja, aber da wollte ich ja kein Saatgut haben. Kalk. Und da habe ich ja gesehen, ich habe doch Kalk ohne Ende. Und dann, das habe ich ja zuerst vermalert. Dann haben wir uns da falsch verstanden. Na gut, dann bestelle ich jetzt nochmal. Das sollte aber ja nun nicht das Riesenproblem werden. Also mal ganz ehrlich. Nö, nö. Kannst ja einfach bestellen. Kann ja in mein Lager rein. Das ist ja nicht so wild. Ja. Ich schreibe das gleich mal rein. Ja. Was denkst du denn, wie viel Liter? Ja. Ich habe ungefähr 10.000 Liter Saatgut in 2 Jahren jetzt verbraucht. Mhm. Ich würde ruhig nochmal 10 bestellen, weil wenn wir jetzt noch mehr Felder bekommen und dann ist ja noch mehr Verbrauch, ne? Logisch. Also Saatgut 10.000 Liter? Ja, genau. Und Dünger? Auch. Dünger 10.000 Liter. Und Pflanzenschutzmittel vielleicht auch, ne? Spritzzeug? Vielleicht 5.000 Liter, wa? Hast du eine Spritze? Naja, müssten wir mal eine kaufen. Weil Pflanzenschutzmittel bräuchten wir schon, oder nicht? Ja, ist es jetzt sinnvoller zu sagen, man bewirtschaftet die, ach, man lässt das LU kommen und teilt sich die Kosten? Ja, stimmt. Okay, Saatgut 10 und Dünger 10, ne? Ja, und Kalk auch. Okay. Also von alles 10. So, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Ja, ich habe jetzt dann, Saatgut und Dünger 10. Wenn wir dann merken oder feststellen, dass wir von den einen oder anderen mehr brauchen, dann kann man ja was nachbestellen. Ja. Ja. Gut, also ich habe jetzt, du siehst ja drin, ne? Ja. So, mal sehen, ob das funktioniert. Ihr Lieben, wir sind aber schon wieder so weit durch. Komm, hol's dir. Ja, okay. Ja, ihr Lieben, wir sind aber so weit schon wieder durch. Ich hol's mir jetzt noch nicht. Das hole ich mir erst in der nächsten Folge. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich Dünger hole und wie ich Saatgut hole, dann schaltet wieder ein und drückt unten den Abo-Button. Ja. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und ciao. Rainer, ciao. Ciao. Tschüss. Entschuldigung.